So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, so richtig braun gebrannt bist du nicht, Wie? ne? Wie? Also, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist und aus Dankeschön, deinem Dankeschön. Urlaub. Dein Jahresurlaub oder war das, Würde ich mal so sagen, würde ich würdest du mal so mal sagen? sagen. Das Auch wenn heißt, ich nicht so du, braun gebrannt bin, ich bin nicht genau, der weil super Sonnenlicker, Christoph und ich waren im Juli in Urlaub und Alex, glaube ich, auch Ende Juli. Genau. Dann schmeißt du den Laden hier. Genau, Sehr absolut. gut, Dann sehr machen wir gut. das. Dann machen Also, wir das. herzlich willkommen wieder zurück aus deinem Urlaub und Dankeschön, Dankeschön. ich bin schon sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast, was für Inspiration du dir auf deiner Urlaubsreise denn dir einfallen lassen hast oder was für Ideen. Ja, also Market Sehr schön. Roundup und ja, das denn dir gehört die Bühne. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich bin auch wieder froh, da zu sein. Market Roundup, endlich geht's wieder los. Aber hier, ich hatte ja eine gute Vertretung hier die letzten 2 Wochen mit Christoph. Ich Der habe ja hat schon richtig erzählt, spannende gerockt. Team Genau, steht ja spannende hier. Team. Genau deswegen. Aber wir gucken mal rein. Wir starten wie immer mit einem kurzen, kurzen Blick auf die Kurse. Und ja, gestern war ja Feiertag in den USA. Das heißt, die Kurse sind noch nicht aktuell, aber wir sehen auf der rechten Seite schon, wir hatten gestern einen relativ ruhigen, aber positiven Handelstag. Unten tickert immer noch so ein bisschen der Moskauer Index rum. Ich glaube, den können wir so langsam mal wieder uns von Aber in den verabschieden. 2 Wochen, wo du nicht da warst, war Genau. einiges los, ja, bemerkt. Du hast einen guten Zeitpunkt erwischt. Absolut, absolut. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber man sieht es ja, was letzte Woche los war. Links die Seite sehr, sehr rot. Und das ist auch genau das, womit wir wie immer jetzt einmal anfangen. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Themen heute. S&P 500 ist jetzt offiziell im Bärenmarkt. Wir haben ja immer darüber gesprochen, dass wir bei dieser 20%-Grenze immer wieder abgetitscht sind. Und wie du gerade angesprochen hast, als ich nicht da war, haben wir sie dann mal durchbrochen und sind jetzt quasi in dem offiziellen Bärenmarkt nach Definition. Wir haben wieder einen Corona-Ausbruch in China gehabt und wir gucken uns heute mal eine starke Marke aus den USA an mit so einem kleinen, ja, mit so einer kleinen Inspiration, wie du sie gerade eben schon angesprochen hast, von meinem Urlaub. Aber wie immer der Beginn mit dem DAX und dem letzten Jahr. Und wir sehen uns, wie wir uns immer wieder oder stetig jetzt diesem Tiefpunkt annähern, die wir zu Kriegsbeginn gesehen haben. Also nachdem wir uns mal wieder so eine zwischenzeitlich etwas erholt hatten, nähern wir uns jetzt wieder diesem Tiefpunkt an, kämpfen aber immer so um die 13.000-Punkte-Marke. Und ja, wenn wir auf die letzte Woche blicken, dann sehen wir auch, ja, wie wir diese Abwärtsdynamik über die Woche eigentlich sich kontinuierlich fortgesetzt hat. Also es gab so einen relativ, ja, tiefroten Montag mit einem Kursrutsch, weil man schon so ein bisschen Vorahnung hatte, dass ja, Zinserhöhungen anstehen, insbesondere in den USA. Auch in der die EZB-Sitzung hat ja eine Sitzung abgehalten und über die Geldpolitik gesprochen und auch Ergebnisse festgehalten. Und ja, da kam es so nach diesen Tagen. Montag gab es einen negativen Trend, Dienstag gab es einen negativen Trend. Das heißt, wir waren mittlerweile innerhalb von so einer Woche haben wir fast 8% verloren. Und dann kam diese EZB-Ratssitzung. Davor war ja so ein bisschen ruhigerer Gemütszustand und was die EZB aber am Ende festgehalten hat, ist eigentlich, dass sie gesagt hat, okay, wir werden wahrscheinlich die Zinsen erhöhen, aber wir versuchen so ein bisschen die gefährdeten Länder abzufedern. Das heißt, wir versuchen so ein bisschen insbesondere Griechenland, Portugal, Spanien, den hochverschuldeten Ländern mit ihren Staatsanleihen noch unter die Arme zu greifen, damit sie nicht gerade so in die Verlust Zonen oder in die hohen Zinszahlungskosten rutschen. Und eigentlich war das so der Kernpunkt, den sie da festgehalten haben, dass sie halt sehr flexibel agieren werden in ihrer zukünftigen ja, Geld- und auch Fiskalpolitik. Und ja, dann gab es natürlich, wie gesagt, die FED-Zinserhöhung von 0,75%. Ja, eigentlich hatte man ja vorher die ganze Zeit gesagt, es gibt nur diese 0,5%. Powell hat es ja eigentlich vorher groß verkündet, dass er gesagt hat, ah, wir werden nur diese 0,5% nehmen. Man muss aber sagen, es hat sich ja so ein bisschen angebahnt schon, dass es diese Die Inflation, die ist 0,75. so durch die Decke durch. Da Genau.
Da müssen die was tun, dann bin ich Genau, auch. genau so ist es. Und er sagt ja auch immer wieder, das ist das oberste Ziel. Und mittlerweile sagt er auch schon, ja, auf Kosten einer eventuell potenziell sinkenden Wirtschaft wird er es trotzdem durchziehen oder die Fed das Ganze trotzdem durchziehen. Und man hat es schon ein bisschen geahnt. Vorher gab es ja, wie gesagt, so ein bisschen Ruhe. Dann gab es so einen positiven Impuls, wo man eigentlich wieder gesagt hat, wow, ja, wir gucken uns das gleich nochmal genauer mal. Man hat so ein bisschen gesagt, wow, ja, endlich wird was getan. Da gibt es ja immer irgendwie so diese kurze Euphorie und dann wird einem doch wieder bewusst, dass vielleicht nicht alles so gut ist und die Wirtschaft sinkt und, und. Und dann ist das Ganze wieder ins Rote gerutscht. Und ja, wir sehen es ja auch beim DAX auf Wochensicht 3,2% im Minus. Am Freitag gab es ja noch unseren Hexensabbat, oder sagt man ja so ein bisschen, also den großen Verfallstag an den Terminmärkten. Also da waren sehr, sehr viele Optionen und Futures, die zu diesem Zeitpunkt fixiert wurden. Und da ist immer eigentlich viel, viel Bewegung am Markt. Aber wenn man es so, ja, in den Vergleichstagen zuvor sieht, ist es eigentlich fast weniger Bewegung gewesen, weil die Märkte sowieso turbulent unterwegs sind. Damit aber den Blick in die USA und man sieht es hier ganz gut, auch die bewegen sich weiter, ja, ins Abwärtstal. Wir hatten ja diesen größeren Dip in vor allem Europa und auch im DAX zu Kriegsbeginn in den USA, war das ja nicht ganz so krass. Und so sehen wir halt, dass wir uns jetzt da in einem deutlich ja, negativeren Territorium befinden. Und ja, das zeigen auch die Wochenkerzen, wenn man das so im Blick sieht. Wir hatten ja auch hier, insbesondere beim Dow Jones und beim S&P 500, die sich ja sonst immer relativ gut gehalten haben. Starke Abverkäufe. Muss auch sagen, jetzt eine der ersten Wochen, wo sich die Wachstumstitel mal relativ besser verhalten haben im Vergleich zu diesen Value-Werten. Wo so, da war es ja vorher eher so, dass man gesagt hat, diese Value-Werte laufen besser, weil sie machen schon Profite und hohe Zinsen eher schlecht für die Wachstumswerte. Jetzt war es mal eine der ersten Wochen, wo die Wachstumswerte mal so ein bisschen positiver Aber unsere reagiert Werte sind auch haben. unter Wasser. Also unsere Upstarts hat ganz Genau, schön, genau. ZipRecruiter sind alles, also ist Man durch muss die natürlich Bank. sagen, das ist immer nur eine relative Stärke, die auch außerordentlich daher rührt, weil sie natürlich so viel, viel stärker verloren haben als auch die Value-Werte. Die sind immer noch deutlich weiter unter Wasser, die Wachstumswerte. Sie haben es ja beim Nasdaq hier immer mal wieder gesehen. Hat sich diese Woche mal relativ positiv gehalten im Vergleich zu den konservativeren Werten. Aber wir starten vorne, ja, wie gesagt, diesen Montag, diesen roten Tag. Insbesondere beim John Jones und beim S&P 500. Und dann hatten wir hier auch kurz vor dieser vor dieser FED-Sitzung ja, relative Ruhe am Markt. Dann habe ich ja gerade eben schon erzählt, hatten wir diesen positiven Impuls. Man hat gesagt, wow, es wird endlich mal was getan. So ein bisschen gegen die Inflation. Ja, man hat ja auch schon so ein bisschen damit gerechnet, dass diese 0,75% Basispunkte kommen. Und ja, es ist ja auch so, dass man das für die nächsten jetzt auch schon einplant. Im September dann wieder nicht. Aber Juli soll ja auch wieder so ein Tag sein, also ein Monat sein, wo wieder man um 0,75% den Leitzins anheben will. Und ja, Dienstag waren die ja, Anleihenzinsen, die Staatsanleihenverzinsungen auch mal wieder auf ihren Höchstständen. Wir hatten da teilweise 3,6% bei der 10-Jahres-Staatsanleihe. Und meistens oder am sensibelsten reagiert immer so die 2-Jahres-Zinsanleihe. Auch die war deutlich im Plus. Ist dann nach der FED-Sitzung auch wieder nach oben gekommen und das hat natürlich auch die Märkte wieder deutlich nach unten gedrückt, zusätzlich zu diesen neuen größeren Rezessionsängsten, die es da gibt. Und ja, man sieht so ein bisschen, wie sich das Ganze zum Wochenschluss eigentlich auch so gehalten hat. Dann gab es da wieder so einen kleinen Rebound-Hoffnungstrade. Der Dow Jones war zwischenzeitlich auf einem tiefsten Stand seit Dezember 2020, also auch da bewegen sich die Märkte jetzt alle im Bärenmarkt, beziehungsweise der Dow Jones fast im Bärenmarkt. Mal gucken, wie es da so weitergeht. Heute ja, ist der Handelstag wieder der Woche, nachdem gestern ja Bankfeiertag in den USA war. Damit noch ein kurzer Blick nach Asien und ich habe es ja gerade eben schon mal angekündigt. Da gab es ja den neuen Corona-Ausbruch. Mal wieder in Peking und natürlich kamen dann wieder die großen Befürchtungen, dass es wieder zu Lockdowns kommt, zu Supply Chain Mangel. Wir haben es ja auch gestern gesehen, dass wieder die Preise für Metalle wieder deutlich gefallen sind, weil man auch jetzt schon die oder die Befürchtungen hat, dass es längerfristig in China dazu kommt, dass man nicht mehr diesen extremen Boom hat in der ja, Metall- oder verarbeitenden Industrie dort.
Und das drückt natürlich auf die Preise und das zieht sich am Ende durch viele, viele Supply Chains, also durch viele, viele Lieferketten. Und ja, das drückt natürlich auf die Stimmung der Märkte in China, aber auch weltweit. Man muss sagen, auch hier, man sieht es, der Hang Seng hat sich zwischendurch in der Woche mal ganz gut wieder gehalten. Auch da gab es wieder ganz positive Impulse. Das ist natürlich auch hier wieder der Fall, dass man sich auf niedrigen Niveaus schon befindet und da jeder kleine positive Impuls eigentlich ja, für Euphorie sorgt. Ebenso aber auch die negativen Nachrichten. Deswegen werden die Kerzen hier oftmals immer, immer größer und wir sehen sehr viel Bewegung. Ja, auf Wochensicht, japanische Leitindex war da der Leidtragende, fast 5% im Minus und der Hang Seng war da, wie gesagt, nur 0,4% im Minus, weil insbesondere man da noch auf positive zukünftige Politik, die die Wirtschaft stimuliert, hofft. So viel zum Börsenrückblick und wir wollen heute mal auf einen Titel einen Blick werfen, nämlich Walt Disney. Und ich weiß, Carlos, du bist Aktionär von Walt Disney, Genau. ein Unternehmen, was wir auch auf unserer Value Watch Liste haben. Wer gerne da nochmal drauf gucken möchte im Also Aktien, Risikohinweis, ne? genau, Ich dringend. bin Inhaber dieser Aktie seit Genau. dem Corona-Crash. Den Genau, habe genau, ich. genau. Und wie gesagt, wer da nochmal einen Blick drauf werfen möchte auf unsere Watchliste, die ist im Aktienclub-Bereich hinterlegt. Da ist auch Walt Disney ein Teil. Und warum das vielleicht ein Blick wert ist, darauf ja, kümmern wir uns jetzt im nächsten. Aber was ist Walt Disney überhaupt? Jeder kennt es so ein bisschen, aber man vergisst fast, in wie vielen Bereichen Walt Disney unterwegs ist. Natürlich Zeichentrick und Spielfilme. Freizeitpark gibt es, TV-Sender machen sie aber auch. Disney Plus kommt ja immer mehr und mehr. Und ja, wie du hast es gerade eben schon angesprochen, was sie auch machen, sind Kreuzfahrtschiffe. Sie haben 5 Kreuzfahrtschiffe dieses Jahr, ist neu, ein neues dazugekommen. Und man merkt so ein bisschen jetzt schon, ja, dass es vielleicht in dem letzten Jahr nicht ganz so gut gelaufen ist oder in den letzten beiden Jahren, wenn man viel Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe hatte. Wenn man Corona so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann sind das so die Dinger, die man im Kopf hat, die größtenteils oder lange Zeit geschlossen hatten oder auf nur geringen Kapazitäten Aber operieren. nach dem Corona-Tief sind die so ein bisschen nach oben gelaufen, weil Genau. natürlich diese Streaming-Dienste Genau so ist es. nach oben gepusht sind. Aber ich habe gerade eben, wo du sagst, mal auf das Depot geschaut und ich bin schon fast wieder beim Einstiegskurs Ja. wie vor. Also wer damals im Genau. Corona-Tief, ich habe etwas unter 90 bekommen, die Aktie, und sie tendiert, glaube ich, heute wieder bei Genau, wir waren 90. so bei 93, 94. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Und Ja. das ist halt ein Grund, warum das Ganze vielleicht auch jetzt für den einen oder anderen wieder sehr interessant sein könnte, der natürlich an Walt Disney glaubt. 1923 gegründet von Walt Disney und seinem Bruder und ja, 190.000 Mitarbeiter mittlerweile, also eine ganze Menge. Da hat sich jetzt der CEO mal geändert nach langer Zeit. 171 Milliarden Marktkapitalisierung, immer noch eine ganze Menge, aber du hast es gerade eben schon angesprochen. Wir waren schon bei ganz anderen Werten fast doppelt so hoch zum Hochpunkt des letzten Booms quasi. Was macht Walt Disney? Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt diese Themenparks, es gibt die Freizeitparks, die Kreuzfahrtlinien. Auch das alles gehört zu diesem ersten Segment von Walt Disney. Das nennt sich Parks and Experience and Products. Und dieser Teil sowie der Medienteil, dazu gehören insbesondere diese ganzen Fernsehsender, die Disney hat, ABC, National Geographic, Aspen, also sehr stark auch in den USA vertreten und dort werden insbesondere Einnahmen über Partnergebühren, über Werbung, über Lizenzen generiert und diese beiden Segmente, also dieses Parksegment und dieses klassische Mediensegment mit den Fernsehsendern und. Damit hat Disney in den letzten Jahren rund 3/4 des Umsatzes erzielt. Dann gibt es noch zwei andere Segmente. Das ist einmal dieses Direct-to-Consumer-Business. Das sind so internationale TV-Sender mit drin, aber auch so Streaming-Services. Und man hat natürlich auch noch diese Filmbranche mit Marvel, mit Lucasfilm, die ganzen Star Wars-Filme, die kommen ja auch von Disney mittlerweile. Und ja, das ist so ein bisschen die zweite Sparte von Disney, die aber ja noch einen deutlich geringeren Anteil am Umsatz generiert. Und wenn man so ein bisschen auf die Zahlen hier oben rechts guckt, sieht man aber trotzdem, man macht 67 Milliarden Dollar Umsatz, davon nur 2 Milliarden Dollar Gewinn. Man muss sagen, im letzten Geschäftsjahre, also
Waren es noch ein negativer Gewinn, da hatte man minus 2 Milliarden Dollar an Gewinn erzielt, was insbesondere, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, an diesen Ausfällen im Themenbereich Park, also in den Freizeitparks, in den Kreuzfahrtschiffen, die kaum oder nur auf geminderter Kapazität fahren konnten, dass es insbesondere daraus resultiert. Man muss hier mal sagen, das Geschäftsjahr endet bei Disney nicht im Dezember, sondern im Oktober. Das heißt, es ist so ein bisschen verschoben und all das, was hier im Vergleich steht, steht natürlich im Vergleich zum Geschäftsjahr 20, was das Hoch, der Hochpunkt war der Corona-Pandemie, also zumindest was die Beschränkungen betraf. Und ja, wir konnten trotzdem, also auch schon im Corona Jahr einen relativ stabilen Umsatz generieren. Der konnte jetzt mal wieder gesteigert werden. Auch der Gewinn, ich habe es gerade eben schon angesprochen, konnte wieder gesteigert werden, weil natürlich ja, mit den Eröffnungen auch die Parks wieder leicht befüllt werden, die Schiffe ja, werden wieder leicht befüllt. Man hat insbesondere, Carlos hat es gerade eben angesprochen, dieses boomende Geschäft von Disney Plus, was aktuell noch wenig zum Gewinn und Umsatz beiträgt, aber natürlich in einem stetigen Wachstum sich befindet. Da ja, holt man sich gerade viele Marktanteile von anderen Streaming-Diensten und man hat natürlich auch da den Vorteil, dass man schon extrem viele Produkte hat aus der Vergangenheit, die man schon produziert hat, die man quasi einfach nur auf so eine Bezahlplattform heben muss. Und das hilft natürlich dabei, in so ein Segment zu starten. Gucken wir mal auf die Bewertung. Auch das hat Carlos gerade eben gerade schon angesprochen. Wir sind hier deutlich runtergekommen von diesem Hoch, das wir hatten ja, zu den Corona-Zeiten, was insbesondere aus diesem Streaming-Dienst-Boom resultiert hat, aber auch mit der Hoffnung, dass natürlich schnell die Freizeitparks und weiteres wieder öffnen. Wir sehen hier unten rechts die Bewertung. Wir haben aktuell einen KGV von 66, was sich ziemlich viel anhört, muss man aber sagen, ist deutlich zurückgekommen. Also wir hatten jetzt so die letzten Monate eher immer so einen KGV von knapp 300 gehabt, was insbesondere daran liegt, dass man halt trotzdem noch die hohen Kosten hat. Und aus den Freizeitparks, die ja eigentlich zu Großteil aus Fixkosten bestehen. Was sind Fixkosten? Das sind ja die Kosten, die quasi dem Unternehmen bestehen bleiben, auch wenn keine Kunden quasi da sind. Und die sind bei so Freizeitparks natürlich extrem hoch, weil man hat die Achterbahnen, die man investiert hat, die großen Freizeitparkattraktionen, in die man investiert hat. Und die müssen natürlich auch gewartet werden und. Das sind Kosten, die in jedem Falle anstehen. Und das ist für so eine Zeit der Pandemie natürlich schlecht, weil ja, ich habe wenig Kunden, die kommen und trotzdem so einen hohen Block an Fixkosten. Für die Zeit, wenn man aber viele Kunden da hat, so wie es halt oftmals vorher war, hat man natürlich wenig mehr Kosten, wenn viele, viele mehr Kunden reinkommen. Das heißt, ich habe einen hohen Fixkostenblock, der nicht viel größer wird, weil nicht viel variable Kosten dazukommen, wenn viele Kunden in die Parks strömen. Und wenn man jetzt mal so tut, als würde ja, die Freizeitparks wieder da auf den Kapazitäten laufen, wie sie vor der Pandemie gelaufen sind, dann hätte man so ungefähr so 10 Milliarden an Umsatz nochmal obendrauf und nochmal 6 bis 7 Milliarden an Gewinn mehr. Und da ändert sich dann ziemlich schnell was in den Bewertungskennzahlen. Natürlich ist das eine Hypothese für die Zukunft und man muss dann glauben, wer sagt, wir haben jetzt die nächsten 20 Jahre, 10 Jahre oder wie auch immer, immer Corona und die Parks werden nie wieder so laufen wie vorher, dann ist das für einen natürlich irrelevant. Wenn man aber daran glaubt, dass es natürlich sich irgendwann wieder öffnet und auch nach oder während der Rezession gut besucht wird, dann hat man natürlich da die Möglichkeit, ja, seine Margen wieder deutlich zu steigern und auch damit den Gewinn. Gucken wir mal kurz noch auf die Pro- und Kontraliste. Wir haben es gerade eben angesprochen, wir haben viele Geschäftsfelder, in denen das Unternehmen aktiv ist. Es sind breit diversifiziert, trotzdem sind es alles Luxusgüter und man kann natürlich schnell darauf verzichten. Da kommen wir gleich mal auf der Kontraseite dazu. Wir haben bei diesen Themenparks einen ziemlich positiven Leverage-Effekt, also einen ziemlich positiven Effekt bei hohen Besucherzahlen. Wir haben ein starkes Nutzerwachstum bei den Streaming-Services, insbesondere bei Disney Plus. Man muss aber sagen, da gibt es noch viele weitere Streaming-Services, die Disney anbietet, zum Beispiel Hulu, wer das kennt, ist insbesondere in den USA auch ein bekannter Service. Und wir haben einen aktuell schon positiven Gewinn wieder, trotz der geringeren Auslastung bei den Themenparks. Was ist auf der Kontraseite zu sagen? Ja, wir haben aktuell natürlich immer noch so Pandemieausläufe, immer wieder Lockdowns, insbesondere halt ein großes Disneyland in Shanghai ist natürlich noch nicht so voll ausgelastet, aber auch hier
haben wir noch teilweise Zugangsbeschränkungen in den Parks. Aber wir haben natürlich auch eine abschwächende Konjunktur und eine aktuell oder bleibende Inflation. Das heißt, wenn Leute sparen möchten, müssen, dann sparen sie vielleicht gerne auch bei den Angeboten, die Disney anbietet. Ich habe es gerade eben gesagt, das sind eher Luxusprodukte am Themenpark. Den kann man vielleicht mal darauf verzichten oder auch auf eine Kreuzfahrt kann man, wenn man sparen muss, verzichten. Wer langfristig an eine Rezession glaubt, dem könnte das vielleicht so ein bisschen entgegenstehen. Trotzdem muss man in den Börsen ja immer bedenken, wir handeln die Zukunft, lange die Zukunft und viele Sachen sind natürlich in den aktuellen Kursen, Carlos hat das gerade eben ja schon mal angesprochen, wo der Kurs aktuell wieder ist. Viele Sachen sind da schon eingepreist. Da muss jeder für sich abwägen, was er denkt, wie viel ist da vielleicht schon eingepreist. Wir haben aber auch, wie gesagt, diese Corona-Pandemie gehabt, wo wir gesehen haben, dass diese großen Fixkosten entstehen können. Und wir haben aktuell keine Dividende mehr, die Disney zahlt. Die wurde nämlich gecancelt, weil man halt sagt, wir haben, ja, müssen erst quasi wieder hochfahren, bis wir wieder eine Dividende auszahlen können. Bis 2019 hat man sie gezahlt, jetzt hat man ausgesetzt und man weiß noch nicht ganz, wann es wieder Dividende geben wird. So viel zu Disney. Wie gesagt, Carlos ist schon Aktionär. Bei uns ist sie auf der Watchliste. Trotzdem sollte sich jeder natürlich immer ein eigenes Bild darüber machen. Unser Risikodisclaimer, wisst ihr ja, wo ihr den finden könnt. Kurz noch zu dem, was steht nächste Woche an oder diese Woche an Titeln, die wieder Zahlen rausbringen. Wie gesagt, die Earnings Season ist ja gerade wieder vorbei. Bald startet die nächste. Wir haben Lenner, die sehr aktiv sind im Immobilienbusiness auch. Wir haben FedEx, die ja so ein bisschen versuchen, den Turnaround zu schaffen und UPS wieder irgendwie ein bisschen einzukriegen, die ja eigentlich das Duopol mit den beiden bilden, aber deutlich geringer bewertet sind als UPS. Man versucht da jetzt gerade so einen neuen Schwung reinzubringen und wir haben Accenture, die viel im Beratungsbereich tätig sind. Kurz noch ein Blick auf die Wirtschaftstermine, die anstehen. Wir haben ja natürlich immer noch den großen Fokus auf die Inflationsraten. In Großbritannien im Mai erwartet man eine leichte Steigerung. In Kanada erwartet man jetzt einen leichten Rückgang der Kernrate. Wir haben den Monatsbericht der Europäischen Zentralbank, der ansteht. Und wir haben Einkaufsmanager-Indizes diverse. Ich habe hier mal zwei rausgesucht. Die waren jetzt vorher bei 55, gehen jetzt so ein bisschen runter auf 54,5. Wir wissen ja, wir müssen immer noch über dieser Schwelle von 50 stehen, damit wir trotzdem noch so einen positiven Effekt haben. Aber man sieht halt hier so eine leicht negative Tendenz auch in Europa. Da erwarten wir jetzt 54 auch. So viel zu den Wirtschaftsterminen und was steht als nächstes an? Wo könnt ihr dabei sein? Der Aktienkurs Teil 5 am Donnerstag, da geht es um Anlagestrategien und Unternehmenskennzahlen. Wir machen da jetzt so die ersten Blick wieder auf die genaueren Analysen und die genaueren Strategien, die man anwenden kann bei einer Aktienanlage. Wir haben ja viele Basics jetzt abgearbeitet, die erste Investmentwerkstatt hinter uns und machen da jetzt so ein bisschen den genaueren Blick in die Analyse und in diverse Anlagestrategien. Zudem steht die nächste Investmentwerkstatt nächste Woche an. Da werden wir den nächsten Aktienkauf tätigen und Updates zu den aktuellen Da bin ich schon Themen gespannt, welche bieten. Ja. Aktie ihr da reinholt. Das darfst du sein. Das wird sehr spannend. Aber wir nutzen natürlich gerade die Zeit, um für uns positiv einzukaufen. Ist beste Zeitpunkt. Ja, absolut. Ja. Genau. Genau. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ihr hattet wieder alle Spaß und Freude. Wenn noch Fragen kommen, immer gerne. So, Michael, wie hoch waren denn um Schnitt die Dividende? Ist von Michael, aber ich glaube, der Schnitt. Wir hatten immer so eine Dividende von 0,88 Dollar die letzten Male. Kann man sich dann ausrechnen, wie viel das dann auf den Aktienkurs gerechnet ist. Wenn man so ein bisschen Interesse hat, das nachzugucken, gerne einfach immer auf der Seite von der Nasdaq zum Beispiel gibt es immer ganz gute Überblicke, wie die Dividendenzahlungen waren und da kann man sich immer gut ausrechnen, wo man dann vielleicht gerade zu dem aktuellen Kurs stehen würde, wenn wieder eine Dividende gezahlt werden würde. Immer ein guter Hinweis. Cool. Okay, das war's. Super. Also sehr gut. Vielen, vielen Dank, Dustin. Bis nächste Woche.
Und Dankeschön. viel Spaß dann diese Woche Teil 5 am 23. Juni und natürlich nächste Woche dann zur der Investmentwerkstatt. Vielen, vielen Dank Danke, und Carlos. Und für bis alle, die dabei sind, bis Donnerstag. sehr gut.